potatoes. Hey! Felix! Please watch your step and hold on to the handrail, especially when going up or down the stairs and disembarking. Komplett lost. 66 und da haben wir vorher für 9 Stück 3 Dollar bezahlt. Oh. Okay. Manchmal ein grobes Update zu geben. Wir sind jetzt auf jeden Fall bei meinen Verwandten über mehrere Ecken und genau, verbringen jetzt die Zeit mit denen. Auch in Toronto sind wir auf jeden Fall, also in der Nähe von Toronto. Wir gehen jetzt ab auf den Tower oben. Wir haben Tickets und danach gehen wir wahrscheinlich einfach nur was essen. Jetzt in die Old Spaghetti Factory. Die servieren da irgendwie 4 Gänge oder so. Kannst du mal aufhören damit? Ja. Wird gut. Wird bestimmt gut, ja.
Cookie. Zeig dein Cookie. Zeig dein Cookie. Junge, warum ist er so klein? Nicht gut? Nein. Ich hätte... $3. Wir fahren jetzt auf jeden Fall aus der Region Toronto bzw. aus Cambridge weiter nach Montreal heute und haben wir dann ein Hostel gebucht, glaube ich. Nee, ein Airbnb, genau. Und dann fahren wir dann morgen weiter nach Quebec City, wo wir dann 2 Nächte haben und danach für 3 Nächte nach Boston. Und genau. Und ja, das wird heute wieder eine 6-stündige Fahrt, glaube ich, circa 6, 6,5 oder so. Und wir haben jetzt ca. 10 Uhr, heißt, wir kommen heute Nachmittag irgendwann an. Mal sehen, was wir alles in Montreal noch sehen können heute. Morgen wollen wir auch relativ früh schon losfahren, weil die Fahrt von Montreal nach Quebec ist auch nochmal so 4, 5 Stunden, glaube ich. Genau, deswegen mal gucken. Ich habe mir gestern übrigens auch noch neue Schuhe gekauft. Ich wollte unbedingt Dunk Low haben und ich fand die irgendwie richtig cool. Aber die haben so ein Riffelmuster und die sind halt grau und ich trage sowieso nur helle Schuhe.